Niemals, niemals sprechen wir mit anderen über das magische Tier. Die magische Zoohandlung ist streng geheim. So soll es für immer und ewig sein. Zwei von euch werden bald einen ganz besonderen Freund haben. Ein magisches Tier. Sie sind eure Freunde fürs Leben. Hey Rotschopf, ich bin Rabbert. Selber Rotschopf. Riecht das lecker. Was ist das? Ein ekliger alter Schokokeks. Lecker. Hi, ich bin Ida. Jo. 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 Und wie heißt du jetzt? Ach so. Oh, Menschen sind echt voll verrückte Tiere. Ich kann zum Beispiel Breakdown. Die Uhr. Schon komisch, dass die Schule ausgerichtet an dem Tag verschwindet, an dem Pippi Pocahontas hier auftaucht. Wir beweisen deine Unschuld. Wir finden den echten Dieb. Jetzt wird's gefährlich. Rabbert! Nein, bleib da! Du hast keine 7 Leben wie ich. Oh nein, ich hab mich geirrt. Es sind ja Katzen. Katzen haben 7 Leben. Das ist die Schule der magischen Tiere. Das tierisch-magische Kinoabenteuer. Hat hier eben ein Hund gejault? Nein, das war ich. Au! Sind Sie ein magisches Tier? Ich werte das mal als nein, ja? Mit den Stimmen von Max von der Gröben. Ein Papierspucker, das bin ja ich. Sophie Reuss. Ja, Reiski, magisch, magisch. Und Katharina Thalbach. Hey, das war cooler als Breakdance. Nochmal, nochmal. Die tierischste Schule. Die Schule der magischen Tiere.